Es ist mal wieder Zeit für ein neues Merchandise-Video. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie immer, wenn ich immer im Disneyland Paris bin und es genug neues Merchandise gibt, gibt es ein neues Merchandise-Video. Es ist aktuell 13. April, also Mitte April, wo ich euch das Merchandise zeige. Wie immer ist es natürlich oft dann ausverkauft, wenn ihr das nächste Mal da seid, oder limitiert. Dennoch zeige ich euch, was es hier gibt und auch die Preise. Und ich würde sagen, wir starten in den Studios. Beginnen wir mit der neuen Mickey-Kollektion. Ich finde aber, so eine ähnliche gab es vor ein paar Jahren schon mal. Ja, diese schöne Flauschi-Jacke kostet 70 Euro. Finde ich eigentlich einen guten Deal. Ist relativ dick, hat hier Mickey an den Seiten. Dann gibt es hier ein neues Halstuch für 25 Euro. Mit Mickeys, ganz vielen Mickeys drauf. Finde ich echt schön, muss ich sagen. Und kann man gut kombinieren zu verschiedenen Farben. Hier sieht man es auch nochmal, das Halstuch. Also das würde ich mir eventuell auch holen. Dann gibt es hier Handyhüllen von Rhino Shield. Das iPhone 13 und 14 für 45 Euro. T-Shirt 30 Euro. Dann haben wir hier eine Kinderjacke mit Mickeys. Kostet 42 Euro. Und dann haben wir hier auch nochmal T-Shirt für 36. Sorry. Der Shop ist so voll. Es gibt hier so eine Mickey Reißverschlussjacke für, wieso müssen die Preise auch immer irgendwo unten hängen? Wo ist denn hier der Preis? Da. 65 Euro. Dann gibt es Badelatschen für 20 Euro. Dann gibt es hier diesen Kinderhoodie mit Mickey-Ohren an der Kapuze für 30 Euro. Auch ein Kinder-T-Shirt für 23. Ein Lanyard für, kein Preis dran. Ich schätze mal 16 Euro. Keine Ahnung. Dann gibt es hier noch diese Tasche für 10, so ein Näppchen. Kosmetikbeutel kann man auch wahrscheinlich universell benutzen. Dann für die Herren unter uns einmal schöne neue Boxershort für 20 Euro pro Paar. Könnt ihr euch in Mickey-Style schmeißen. Gibt noch das T-Shirt für 30 Euro. Gibt es hier diese Tasche für 25 Euro, einen Koffer für 70, hat Rollen, sieht ganz praktisch aus. Jetzt weiter einmal mit hier dieser Jogginghose, für Kinder aber, für 26 Euro, habe ich euch das T-Shirt schon gezeigt. Ist auch für Kinder. 16 Euro kann man im Partnerlook dann anziehen mit dem Erwachsenen-T-Shirt. Die Jacke habe ich euch gezeigt. Gibt es auch in kleinen Größen. Wie gesagt, finde ich echt flauschig. Und dann gibt es hier noch so Sneaker für 40 Euro. Hier verlieren wir uns. Den Rucksack gibt es auch neu. Für 50 Euro. Und einmal der Notizblock noch. Dann gibt es neue Zuckerwatte. Ich wusste gar nicht, ich kenne gar nicht die Auswahl an Zuckerwatte, die es hier gibt. Aber die soll wohl neu sein, mit Baby Yoda in Apfelgeschmack für 6 Euro. Der Eimer ist süß. Dann gibt es auch neue Spardosen mit verschiedenen Motiven. Kosten 25 Euro, einmal mit Baby Yoda. Ich finde aber auch, die kann man auch an die Wand hängen. Also dieser Schlitz, da kann man auch einen Nagel dran. Die sind so flach. Könnte man theoretisch auch an die Wand hängen. Angel gibt es hier
und Minnie und Mickey da oben. Die Pixar-Kollektion habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, aber es gibt auch einen neuen Hut. Der kostet 40 Euro. Ist ganz flauschig, ist ganz okay. Und es gab eigentlich auch Sully on, aber die sind wohl gerade sold out. Es gibt nur noch hier diese von diesen Toy Story Vögeln. Kosten 23, sind so flauschig. Wie gesagt, Sully ist gerade hier in den Studios out, vielleicht in einem anderen Park. Ich halte die Augen offen. Ansonsten die anderen Sachen gibt es hier auch noch. Ich bin jetzt hier in den Studios, aber diese Sachen gibt es auch in anderen Shops. Es gibt eine neue Kollektion zum 30. zum Grand Finale. Und zwar mal hier dieses T-Shirt für 36 Euro. Dann gibt es einen neuen Spirit Jersey. So sieht er vorne aus und so hin. Ich muss sagen, ich finde die Kollektion extrem hässlich. Spirit Jersey kostet 80 Euro. Da ist die Inflation auch angekommen. Es gibt hier so einen neuen Hoodie. Sieht er vorne aus. Hinten habt ihr dann auch nochmal die 30. Und soweit ich weiß, kostet der 70 Euro. Schau mal. Ja, genau. 70 Euro. Das T-Shirt gibt es auch nochmal hier in der anderen Farbe mit Pink. Das soll ja an die Tänzer von Dream and Champ Writer soll es darstellen. Oder könnt ihr es anziehen wie die. Und dann gibt es noch den Loungefly hier. Kostet 100 Euro. Hier könnt ihr ihn nochmal besser sehen. Huch. Ich mache schon alles kaputt hier. Stellen wir das wieder auf. Dann gibt es auch irgendwie eine neue Mini-Kollektion. Die ist völlig an mir vorbeigegangen. Hier so ein Crop-Top mit Mini. Kostet 50 Euro. Hier gibt es hier so eine coole grüne. Ich bin auch schon farbenblind. Gelbe Regenjacke. Also so richtig klassisch gelb. Hier ist es so, das gehört für so eine norddeutsche Regenjacke. 70 Euro. Dann habt ihr hier auch hinten Mini draufstehen. Dann gibt es hier noch ein neues T-Shirt. Für 30 Euro. Sieht so aus. Heute gibt es extra einen Charm zum 31. Geburtstag am 12.04. und zwar hier den. Der kostet 69 Euro, ist limitiert auf 1992 Stück. Und das ist der andere neue Charm mit Stitch und Tower of Terror. Fokussiert jetzt nicht mehr. Kostet 79 Euro. Im Harringtons gibt es jetzt limitiert zum Geburtstag diese Arribas-Figur. 300 Exemplare für 299 Euro. Das ist super klein. Und ich finde es überhaupt nicht schön. Es gibt auch ein neues Bild. Es spiegelt ein bisschen. Den Daniel sieht man so ein bisschen im Bild. Es gibt drei Versionen davon. Einmal die Postkarte. Einmal ein bisschen kleiner ohne Rahmen für 34 Euro. 35. Und das hier kostet 219 mit Rahmen. Und ist auf 100 Stück limitiert. Das finde ich nämlich ganz toll. Als es schon angekündigt wurde, fand ich schon echt toll. Und das ist von Kevin und Jody. Seht ihr nochmal die zwei anderen Größen. Einmal die Postkarte für 6 Euro und das Bild für 35. Jetzt im Vergleich zu dem. Also natürlich kann man sich das auch theoretisch einrahmen. Aber in sowas bin ich sehr faul, muss ich sagen. Ich habe auch ein Bild von der Disney Cruise. Das habe ich bisher immer noch nicht eingerahmt. Das kriegt man auch nicht so schön hin. Ja. Und das ist halt limitiert. Und er hat ein Zertifikat, hat Daniel gesagt, hinten. Was haben wir hier für Nummer? 65. Du hast die 58, ist aber ungerade. Kostet 69 Euro. Der hat sich Daniel ja schon gekauft. Ja, der ist er. Super süß. Es gibt heute Charms, die sind heute rausgekommen. Einmal zum Muttertag. Die sind beide Park-exclusive. Das ist einmal Winnie the Pooh. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, zum Muttertag mit dem Känguru. Sehr süß. Und zum 100. Geburtstag einmal den Mickey. Mal gucken, also kostet auch 79, der ist sogar limitiert, also Park-exklusiv und limitiert, kostet 79, mega süß und der ist nicht Park-exklusiv, aber den gibt es auch jetzt zum Muttertag. Es gibt neue Popcorn-Eimer und zwar einmal hier mit Mickey und einmal Minnie, kosten 18 Euro mit Popcorn, ich weiß nicht, was es ohne Popcorn kostet, kann ich euch leider nicht sagen und den gibt es bald wieder. Also anscheinend gibt es den aktuell wieder nicht mehr. Es gibt auch neue Pins und die Preise variieren zwischen 8 und 13 Euro. Der hier zum Beispiel kostet 11 Euro. Der kostet 13 Euro. Ist wunderschön, finde ich.
Dann gibt es hier den, der kostet 9. Ja, da ist er. Oh, was ein Glück. Was ein Glück. Wir haben einen irgendwie versemmelt. Und der kostet auch. Oh Gott, meine Hand. Ich sterbe. Der kostet auch 9. Und das sind auch die 100er Pins mit Chip and Dale und Donald und Daisy. Es gab auch, glaube ich, Mickey. Die kosten pink. 13 Euro, okay. Es gibt auch zwei neue Lanyards jetzt zum 100. Geburtstag. Einmal das hier. Das hat unten, ich weiß nicht, für was das gut sein soll. Kostet 18 Euro. Finde ich ganz schön. Und das hier gibt es auch neu, auch zu dieser großen Kollektion mit Kartentasche. Da ist so ein Schloss drauf, sieht man sehr schlecht. Aber ganz leicht ist da das Schloss drauf. Und hier das Band ist natürlich auch super schön mit dem Schloss drauf. Kostet 16 Euro. Hier steht Disneyland Paris drauf. Wie lange es die Kollektion gibt mit den Pins und dem Ding, ist auch die Frage der Zeit, weil das ist natürlich immer sehr begehrt und sehr schnell ausverkauft. Und es gibt auch neue Ohren, und zwar hier diese Schneewittchenohren für 35 Euro mit so Pailletten. Und diesen Rucksack gibt es neu. Der kostet, was sind die Ohren? Was kostet der denn, der Spaß hier? 90 Euro kostet der Rucksack. Da gibt es auch hier diese Kollektion. Die Ohren kosten 35 Euro. Ist da hinten noch was anderes drauf? Ja. Sehen so aus. Jetzt kriege ich sie nicht mehr dran. Dann gibt es hier Mickey und Minnie. Einmal für 50 Euro. In so einem Beutelchen. Steamboat Mickey und Minnie. Und den Rucksack gibt es auch neu für 90 Euro. Nachgefragt, und es ist tatsächlich so, dass der Charm schon seit 6. April oder so gibt. Kostet 149 Euro. Hat goldene Schuhe. Mini hinten mit der 100. Ja. Gibt es den auch schon online? Habe ich gar nicht bemerkt. Sie guckt gerade. Disney 100. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto und ich muss noch das Merchandise-Video beenden. Von den Tagen jetzt hier. Jetzt wird es hier kurz ein bisschen eng. Ja, es gab ein bisschen was Neues an Merchandise. Jetzt aber nicht allzu viel, eher so kleine Einzelheiten zwischendurch. Ich bin im Mai wieder da, da gibt es natürlich ein neues Merchandise-Video. Und habe ich Sabrina verloren? Ja. Ich habe Sabrina verloren. Direkt wieder Gerüchte in die Welt gesetzt. Ja. Ich hoffe, dieses Merchandise-Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch gerne kaufen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auch tschüss, Sleeping Beauty Castle.